Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch grüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Und zwar heute spielen wir den neuen Fiddlesticks auf dem PBE. Ihr seht schon, das ist eine absolute Maschine, die hier läuft. Ja, der hat natürlich einige schöne, tolle neue Sachen. Wir spielen logischerweise im Jungle. Kann ich bitte rausscrollen ganz? Ich glaube, ist das ganz rausgezahlt? Ich glaube schon. Gut, fangen wir also mal mit seinem Kit an. Das hier ist erstmal Fiddle mit Timbers. Ich weiß nicht, ist das so ein Piratenskin? Ich wusste nicht, welchen ich nehmen sollte. Gucken wir einfach mal. Nee, ich starte jetzt nicht mit Raptoren. So. Also, fangen wir mit der W an. Die W macht... ist wie die alte W. Sie saugt quasi. Ich meine, ich habe euch die Spells ja schon mal gezeigt. Sie macht eigentlich AOE-Damage. Das heißt, ihr seht, in diesem Bereich saugt ihr automatisch. Man muss niemanden anklicken. Einfach AP. Ich habe das Gefühl, die W heilt deutlich weniger als die alte W. Oh, ich muss hier auf die Kanone aufpassen. Sie heilt deutlich, deutlich weniger als die alte W. Aber dafür macht sie am Ende... wenn der Channel komplett durch ist, 12% Missing Life. Wir sehen das hier. Zack. Accurant Life. Ist das Accurant Life? Ne, Missing Life. Deswegen hat das so wenig Schaden gemacht. Das heißt, je weniger hier und plopp. Na, jetzt gleich. Gleich tickt es richtig durch hier. Das hier ist die E. Ne, jetzt. Hier, jetzt 12%. Plopp, weg. Na, also, je weniger Leben der Gegner hat, umso mehr. Ich meine, Missing Life macht ja auch Sinn, denn man saugt den Gegner aus. Ist auf jeden Fall cool. Und dieser Skin sieht aber auch echt komisch. Sieht aus wie ein neuer Champ Legit einfach, oder? Also, Jungle Clear ist insane free, kann man sagen. Die E ist ein AOE-Damage, der geht super weit, legit. Macht in der Mitte, in der Zentrale, Silenced. Ja, das ist ja so ein kleiner Kreis. Da werden die Gegner gesilenced. Es steht auch irgendwo was vom Empowered Slow. Ich weiß nicht, ob der Empowered Slow auch in der Mitte ist. Da steht nichts in den Tooltips mit drin, aber ich gehe einfach mal davon aus. Zack. Und die Q ist tatsächlich... sie hat eine Active und eine Passive. Die Passive ist erstmal die, dass wenn Fiddlestick jemanden angreift, aus einem Busch heraus, beziehungsweise... er anziehen ist. Wenn er anziehen ist und out of combat und jemanden angreift mit einem Spell. Diese Bedingungen. Dann wird der Gegner gefeiert. Das heißt, ultet ihr irgendwie über eine Wand, wird der Gegner einfach... wir können das ja vielleicht... kann ich das... ich meine, ich bin ja jetzt anziehen wahrscheinlich, oder? Wenn ich jetzt so mache, zack. Ja, okay, ich habe ihn nicht getroffen, unlucky. Aber dann wäre er gefeiert. Ich kann aber auch die Active benutzen. Die macht Damage und feiert einen Gegner. Und jetzt fragt ihr euch ja, hey, aber wenn du den Gegner einfach feiern kannst, warum solltest du ihn mit der Passive feiern? Das ist ganz einfach, weil wenn ich ihn mit der Passive auf der Q feiere, also durch einen Spell aus dem Push, dann kriegt er durch die Q doppelt so viel Schaden. Die Q macht 6% Q and Life Damage. Und das heißt, hier können wir es mal sehen. Ich feiere ihn jetzt mit meiner E. Zack, jetzt ist er gefeiert und jetzt kann ich meine Q draufwerfen und dann kriegt er, hat er gekrittet die Q quasi. 170 Damage, war ziemlich nett. Das hier, der Krabber Clean ist aber immer noch ziemlich kacke. Ich hab schon... ah. So, können wir Mitte ganken. Wir kommen mal Mitte. Frage ist natürlich, was von Max. Ich würde sagen, 2-3 Punkte in die W und dann die Q für den 4. Mitte ist gut. Ja? Ich habe da Kavis. Komm, ich gette jetzt. Ich muss... Frage ist, kann ich 4? Ich glaube nicht, oder? 4! Q! Q, 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 gib mir die Q! Ich hätte Q'en sollen. Sie wäre gestorben. Na, die kriege ich nicht mehr. Ja, wir sind halt immer noch Fiddlesticks. Was soll man sagen? Also, ich wüsste nicht, wie wir sie kriegen. Ich chase einfach mal wie so ein Bronzespiel, aber vielleicht... oh Gott, was ist denn hier los? Okay, warte mal, lass mal überlegen. EQW. Zack. Ja, ist gar nicht so schlecht, tatsächlich. Autotech. Das ist Autotech. Das ist Autotech. Hier kommt jetzt ein Wort von mir. Ja gut, mehr können wir ja nicht machen. Schade, Marmelade. Aber vielleicht ja doch. Ich kann jetzt auch, Leute, ich bin insane im Spiel. Ich könnte hier drüber vieren. Das ist krass. Das ist eine insane krasse Mechanik. Gut. Die Passive von uns, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Passive ist natürlich... ersetzt unser Wards, quasi. Wir haben keine eigenen Wards, sondern wir können Puppen stellen. Fiddlesticks-Puppen. Die sind wie Wards, das heißt, sie geben Vision. Kannst du bitte gehen? Eigentlich will ich dir nichts meinen, aber der ist echt nervig zu clearen. Die sind wie Puppen. Also zack, hier, der steht da jetzt, der gibt Vision. Ab Level 6 geben die auch True. Also damit kann man Wards clearen ab Level 6. Ist also ein Universal-Ward, was ziemlich cool ist. Aber dafür ist es auch seine Passive. Weiter im Text habe ich verschiedene Dinge darüber gehört, aber ich kann es noch nicht bestätigen. Punkt 1, ich habe gehört, diese Puppen machen, wenn jemand näher kommt, sogar Spells. Das heißt, sie flashen über Wände, sie benutzen den 4. Der wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber sie zaubern das und das fliegt auf den Gegner und er denkt so, scheiße, das ist der echte. Wenn das so klappt, wäre das insane, müssen wir mal drauf achten so. Das heißt, man sieht dann auf jeden Fall, also es ist nicht ganz so leicht zu enttarnen, wenn der dich erstmal angreift. Dann denkst du, yo, ne, ich kann dich jetzt einfach hinstellen und dann stehe ich genauso wie die Puppen. Ne, ich stehe jetzt genauso. Also es ist eine coole Mechanik, ist, glaube ich, unglaublich schwer umzusetzen.
Allerdings hier auf dem PB wird das wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren, weil ich habe gerade schon eine Runde gespielt, die ging leider insane schnell vorbei, leider. Und hier können wir das nochmal machen. Ich viere jetzt. Zack. Und jetzt kann ich hier die Q drauf machen und jetzt kriegt der 160 Crit Damage. In der Runde gerade war es nämlich so, dass ein Name über dem Original steht und über den Puppen nicht. Das ist natürlich, ich denke mal, dass es nicht gewollt ist. Wenn das gewollt ist, zackt es halt komplett. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es gewollt ist, aber wirklich nicht. So, wir ganken mal mit Lane. Der hat, glaube ich, Probleme da gegen Tristana. Ich glaube, er ist schon wieder, ne, er lebt noch. Ah, ne, er ist tot. Aber ich kann auch nichts, was soll ich machen? Ich kann als Fiddlesticks actually nichts machen da. Ich kann da wirklich nichts, nö. Ich müsste irgendwie so aus dem Busch fieren, aber... Ja, sie hat gerade ihr Dings benutzt. Okay, ich habe sie gesilenced. Jetzt machen wir das Q. Jetzt kommt der 4. Und jetzt die W. Zip. Schön. Ausgesippt. Einmal ausgesippt, die gute Tristana. Zip, 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 zip. Und zack. Nehmen wir mit. Gehen wir nochmal schnell zum Red Buff. Gönnen uns den. Wir haben gleich kein Mana mehr, leider. Also man muss auf jeden Fall sagen, das Gameplay ist viel cooler jetzt. Ist einfach... Man hat viele Mechanics. Man kann ein bisschen was... Der alte Physik ist halt... Du machst einfach nichts. Na, hier, guck mal, hier kannst du jetzt so, zack, 4 und bam, 270 Damage. Insane. Na, man hat hier Sachen, die man machen kann. Du kannst Gegner auch, na, du hast auch mit der Passive. Ich denke mal, die Passive wird gerade in Low Elo komplett uninteressant sein, aber da hat man immer noch Clear Awards irgendwie so, ne, aber. Ja, müssen wir mal, ich muss die mal ein bisschen besser stellen, dann müssen wir mal gucken, wie das so funktioniert. So, wir nehmen mal die mit. Wir haben jetzt leider kein Mana mehr. Und ab jetzt würde ich, glaube ich, auch wirklich die Q maxen, damit der 4 länger geht. Der 4 übrigens, ich weiß ja nicht, wie lange der alte Fiddlesticks 4 ging. Ich glaube, der alte Fiddlesticks 4 ging entweder 2,5 oder 2,25. Dieser hier geht nur noch 2 Sekunden, das heißt, er wurde genervt. Oder ging der sogar 3? Ne, ich glaube, er ging mal 3 und wurde auf 2,5 oder 2,25 genervt. Eins von diesen beiden Dingen wird es gewesen sein. Die Stimme von Fiddlesticks, Leute, ist insane. Hört euch, ihr müsst mal auf YouTube gehen und euch ein Audiodatei reinziehen. Ich kann das mal lauter machen. Die Stimme ist gigakrank. Weil Fiddlesticks hat ja keine eigene Stimme, der imitiert die Stimmen von den anderen. Und, also das kannst du einen Horrorfilm mitdrehen. Also er imitiert so, irgendwie so, I smell black magic. Das ist ja, was Vayne sagt, irgendwie so. So, ich könnte hier ulten. Dann wird sie direkt gefeiert. Wir müssen aber... Ja, machen wir einfach mal. Let's go! Fiddlesticks. Zack, das hat gut geklappt. Vor allem, der Gegner ist halt... Das ist das Coole an der Passive of the Q. Der Gegner ist instant gefeiert. Durch die Ultimate. Alle sind... Du kannst AOE alle Gegner instant feiern. Ich weiß nicht, ob die Ult... Ist ein bisschen greedy, was ich mache, aber no greed, no fun. Sagt man auch immer. Schade. Da, da, da... Also der Heal ist schon schwächer, denke ich. Ich denke, oder? Ich meine, ich habe nur 3 Punkte drin, aber ich habe das Gefühl, der heilt weniger. Vor allem an Monstern. Also an Champions heilt er, glaube ich, mehr. Oder heilt er nur an Minions weniger. Also an Minions heilt er weniger. Monster steht hier nicht, aber ja. So, jetzt machen wir mal Punkte in den Q rein. Q ist auch ein guter Burst, muss man sagen. Zack. Wir haben ziemlich viel Geld. Lass mal shoppen gehen. 1500. Her damit. Oder er sagt so, For Demacia. Also richtige, so eine richtige Tode ist halt insane. Also. Ist GG. Passt vielleicht nicht ganz zu dem Skin, aber. Der Skin. Na. Er, also das sind glaube ich auch immer die Schreie. 3W, then. Wieso schreibt. Wollte er das wissen oder flamet er mich, weil er jetzt so ein Haar dahinter gemacht hat? Zack. So, wir müssen jetzt mal, wir gehen mal jetzt hier unten hin. Wir können, müssen auch meine Wards hier mehr stellen. Aber das ist halt, wenn der Gegner das sehen kann, dann ist das halt schwierig. So. So, wir machen jetzt als erstes Flash. Oh, lol. Ey, zack und saugen. Komm, nice. Saugen, 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 saugen. Outsmarted. So, das können wir jetzt machen. Wir können nur saugen. Saugen und saugen. Ja, passt, Pock. Wir können ja mal gucken. Wer ist der Jungler? Wukong. Wir stellen einfach mal hier so ein bisschen im Jungle diese Puppen. Okay, der ist weg. Das ist Wukong. Der ist jetzt da im Busch. Wir können ja, vielleicht kommt der ja hier hin. Vielleicht kommt der aber auch. Ist jetzt einfach nur mal. Okay, er hat hier gewardet. Ah, scheiße. Was mache ich? Ich muss erst mal überlegen, was ich mache. Eigentlich immer am besten erst 4, oder? Ich kann ja, wenn er mich schon gesehen hat, kann ich ja nichts dagegen machen. Egal, erstmal. Okay, okay, okay. Weg mit dir.
Leider. Also vieren kann er immer noch. Ist aber. Ne, muss man auf jeden Fall ein paar Punkte. Wobei der alte vier. Ja. Ja, 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 ja. Und ist das jetzt ein. Ne, ist nicht. Saugen, saugen, saugen. Okay. Saugen, 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 saugen. Lebe ich, überlebe ich, überlebe ich, überlebe ich. Ja, das überlebe ich. Sehr gut. Sehr gut. Not even close. Not even close. Das, ich muss jetzt mal kurz mal HP tanken. Wir können ja mal gucken. Moment ihr, Leute, ich mach das jetzt. Entweder ich sterbe an den Vögeln oder ich mach das. Ich glaube, ich heile mich nicht direkt, deswegen werde ich sterben. Aber wir probieren es. Der hat 4 und jetzt auf. Oh ne, klappt, 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 klappt. Au! Okay. Das ist halt der letzte. Der letzte hier gibt, macht ja giga viel Damage und deswegen heile ich mich auch mehr. Also ich komme. Ich komme, ich komme. Ich habe jetzt noch ein paar Punkte im 4. So, machen die das? Machen die doch nicht. Die machen doch keinen Drake. Ich bin Fiddlesticks, Leute. So, wir könnten jetzt da eine Puppe hinstellen. Und man könnte, ich meine, man könnte jetzt hier eine Puppe hinstellen. Naja, jetzt haben wir das natürlich gesehen, aber rein theoretisch, ne, dann wüsst ihr nicht, hey, wer ist der Echte, wer ist der Echte, wer ist der Echte, aber ich glaube, über meinen steht halt der Name drüber und deswegen weiß man es einfach. Deswegen bewege ich mich jetzt nicht, dass er denkt, er wäre klug oder smart oder so. Saugen, oh shit, die E, ich denke immer noch, dass die Möwe, ich wollte die Möwe auf ihn werfen. Ich kann halt außer saugen, aber jetzt nichts machen. Außer saugen, nichts gewesen. Gib mir 6. Da ist noch ein 4. Ich würde ja... Fiddlesticks! Okay, scheiße, 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 scheiße. Hier ist eine. Zack, komm. Ah! Oh, nochmal ausgesaugt. Schön. Schön. Ich weiß leider nicht, ob die mehr. Ich würde gerne den Stack da hinten haben. Stack! Oh, Leute. Gib mir jetzt den Stack. Danke, danke, danke. Smite. Okay, passt. Können wir hier noch was machen? Ich habe ein 4. 4, zack. Und ich habe leider nichts. Saugen, 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 saugen. Und E. Also, E ist teilweise schon schwer zu treffen, weil sie einen Delay hat. So. Er macht halt erst, er holt erst so aus und dann zäh. So, aber wir haben 4 Geld. Wir sind 404. Wir sind Porco Granaticus. Porco Granaticus. Items, denke ich, so wie der alte Fiddlesticks. Böllern. Move and Speed. Move and Speed und Böllern. Abfahrt, sage ich immer. Durchfahrt, Abfahrt. So. Ich denke, es wird irgendwann so Compilations geben, so von wegen This Fiddlesticks Insane Passive Proc und so. Das wird schon geben mit der Zeit, so richtig geile Compilations. Man muss sich da aber ein bisschen mit beschäftigen und gucken, wann man sowas am effektivsten benutzen kann. Ich denke, man muss, wenn man mehrere Puppen auf einer Stelle stellt, dann ist es am effektivsten. So, dann, man muss halt, je mehr Puppen ihr stellt, der Gegner wird ja erstmal skeptisch sein. Sobald er eine Puppe sieht, denkt er, hey... Dass der, das hört sich jemand wie von Katharina irgendwie. Dann denkt der, hey, das ist der echte Fiddlesticks. Und deswegen greift er an. Und wenn da aber 10 Puppen stehen, dann greift er jede an und denkt irgendwann, ja, mein Gott, ist eh nicht der echte. Und dann ist es der echte. Deswegen muss man permanent warden. Was eigentlich ein Vorteil ist. Ne, man könnte jetzt einfach hier einen hinstellen. Zack. Das Problem, was mir gerade auffällt, es sind seine Wards. Aber die, wenn man die einmal angreift, sind die weg. Und die sind halt auch sichtbar. Wieso kommt er jetzt? Was habe ich ihm getan? Also seine Wards sind halt auch irgendwie dann schlechte Wards. Ich meine, okay, man kann aber fairerweise damit auch Wards clearen, also. Das gleicht es wiederum aus. Aber jetzt zum Beispiel könnte man halt gucken. Aber ich meine, das könnte ich auch mit normalen Wards, ne? Ein normales Ward hier hinstellen und dann läuft da einer hin. Dafür bräuchte ich jetzt nicht Fiddlesticks sein. Das hier ist aber Fiddlesticks. Fiddlesticks! Zack. Genau das ist er. Wir sind immer noch so gigaweich, Alter. Also Damage auf mir. Aui, aui. Aui, aui, aui. So, lass mal Minions heilen ist gar nicht gut. Also Lane Fiddlesticks ist kein Deal, Leute. Das wird nicht funktionieren, Lane Fiddlesticks. Das wird niemand... Oh shit, da sind Gegners. Ich würde ja... Ich fear sie erstmal einfach. Oh, meine Puppen haben gerade da was gemacht, oder? Am besten, wenn ich unsichtbar und out of fight. Also müsste ich... Okay, ich hab's nicht getroffen, schade. Was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt sauge, dann wird sie gefiert. Und jetzt kann ich nochmal E drauf machen. Und jetzt laufe ich weg. Oh shit, da ist noch ein Pokémon. Ja, ich habe aber auch nichts. Was soll ich machen? So legit, was soll ich machen? Gibt es irgendwelche Items, die gut sind? Was irgendwie, also die sagen, hey, die mein Spielziel untermauern? Ich habe das Gefühl, ich brauche CDR. Wieso habe ich nur 15%? Hat das Ding nicht mal 20 gegeben? Oder wurde das genervt? Ich habe keine Ahnung, ich spiele keine AP-Jungler. Wir brauchen CDR auf jeden Fall anscheinend. Wo kriege ich denn jetzt CDR her? Was ist das beste CDR-Item? Für mich jetzt. Also so Twin Shadows wäre halt actually echt gut für Fiddlesticks. Machen wir. Weil, ne?
Aber das hat halt nur 10%, aber Twinshout ist schon ziemlich gut. Jetzt habe ich halt diesen dummen Stab. Kann er nicht auch? Gibt es das auch CDR? Nö. Ja, wir könnten auch die Slow-Granate benutzen, aber naja. Aber wir haben zu wenig CDR. Also haben wir zu wenig CDR? Weiß ich nicht, aber ein bisschen mehr CDR ist auf jeden Fall nicht verkehrt, würde ich sagen. So, also Combo. EQW, zack. EQW, EQW, EQW. Wobei, man muss auch gucken, weil wenn ich E direkt als erstes mache, dann ist der Gegner gesilenced und gefeared. Gleichzeitig, das will ich ja nicht. Also, es kommt drauf an. Manchmal könnte man auch Q, W, E machen. Oder Q, E, W. Oder so. Zip. So, hier Empowered ist low. 55%. Aber wann ist der Empowered? Das steht nirgendwo. It's not staying anywhere. So, ich habe Ultimate. Wie lange hat die Cooldown eigentlich mittlerweile? 100. Können wir mein Team stift hier so ein bisschen? Können wir was machen? Komm ich. Hätte Bock? Okay, die sind alle tot, ne, meint doch. Können wir Toplane vielleicht töten? Ich muss irgendwas machen, Leute. Komm. Abfahrt. Nice. So, wie catch ich den? Kann man schnell warden? Das geht auch nicht gut, oder? Schnell mit dem Ward machen? Das wird doch dann sofort ausgelöst, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel im Busch warde, wo ein Gegner drin ist? Eigentlich funktioniert das ja so, oder? Man stellt eine Puppe und dann wartet man einfach in einem Busch irgendwo in der Nähe. Und wenn der Gegner da hingeht und vielleicht gefeiert wird, aber der wird ja, glaube ich, nicht wirklich gefeiert, denke ich mal, oder? Steht sonst nichts dabei. Vielleicht kommt sie ja hierher, aber ich glaube nicht. Das ist zu offensichtlich eigentlich. Aber lass einfach mal warten. Ich meine, so funktioniert doch Fiddlesticks, oder? Ich könnte auch einfach rüber ulten. Also ja, ich meine, es war fucking, ich meine, das hätte man, ja, ich meine, es ist halt ein Köder, aber es war eigentlich offensichtlich, dass das passiert, also. Das klappt auch, glaube ich, nur auf dem PBE. Denke ich mal. Ah, hep. So, wir können ja mal Flash Q und E und W. Zack, schön. Na, Flash Q ist immer noch sehr, sehr mächtig. Sehr, sehr mächtig. Und saugen aber nicht. Also, saugen ist jetzt halt... Was heißt Schwäche? Es macht mehr Damage. Mehr Damage, weniger Heal. Ist cool. Man hat mehr Counterplay. Wir sind einfach ausgelutscht. Ich glaube, ich habe jetzt die Voices so laut. Das nervt euch bestimmt voll. Ja, kann ich nochmal kurz... Wie ist das denn, wenn wir AOE lutschen? Ich glaube, ich bin tot. Ich muss nicht mich jetzt hier raus... Okay. Ja, gut. Ich gebe zu, das war ein bisschen dumm. So, haben wir denn dieses Item jetzt? Das haben wir fertig. Ich denke, das ist sehr gut. Und jetzt bräuchten wir... Brauchen wir noch mehr CDR? Wir haben jetzt 36, das reicht. Guck mal, wir gehen sogar auf 40%. Das passt. Jetzt könnten wir Rabadons bauen. Natürlich Rylites, Leandür, Stundenglas. Runentechnisch ist auch sehr schwierig. Man könnte vielleicht Phase Rush, Conqueror. Aber ich glaube, Conqueror und Phase Rush ist auch beides schwer zu procken. Weil Dots funktionieren nicht so gut auf Conqueror. Godlike. Schwierig, schmierig. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Macht den Fiddlesticks viel, viel schöner. Ist so im Prinzip dasselbe, was sie mit Nunu und Warwick gemacht haben. Kann wirklich genauso sagen. Weil die Champions waren beide auch genau richtig kacke. Der A macht mir irgendwie Angst. Der sieht komplett squirrely aus. Der sieht richtig squirrely aus. Man kann natürlich mit der E auch schön rein theoretisch mehrere Gegner silenzen, wenn... Naja, ich meine, sie müssen halt in dem Kreis drin sein, ne? Ist halt schwierig, aber... Why not? Was ist denn das hier für eine Anzeige? Achso, wie weit ich springen kann und wie groß der... Das ist auch größer, Legend, oder? Guckt euch das... Der Radius von der Ult ist größer, oder? Können wir nochmal Illaoi getten vielleicht? Player... D-A-A-C. Oh, da geht's aber ran, da. Die 06. Wieso hat sie eigentlich? Ja, okay, doch, sie hat ein bisschen Magier-Stands. Okay, die ist auf jeden Fall dead. Da brauche ich nicht mehr hin, glaube ich. Stellen wir nochmal ein paar Wards. Dieses Geräusch auch jedes Mal von dieser scheiß Laterne, wie sie so hin und her swingt. Aber sie swingt auch die ganze Zeit weiter, ne? Was passiert, wenn dann einem Ding geht? Nix, ne?
Aber jetzt zum Beispiel, wenn man so stehen würde, würde der Gegner wahrscheinlich denken, dass das hier der echte ist. Na, so könnte man den Gegner vielleicht... kommen da hinten Organe aus ihm raus oder so? Ist das ein Zombie-Skin? Da denkt er sich, aber da, man sieht ja meinen Namen darüber, glaube ich. Na, da denkt er sich auch direkt, nee, sorry, da bin ich raus, later. Ach stimmt, das war der neue Wukong, gar nichts von gesehen eigentlich. Ja, das war das Game. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man hat ein bisschen was gesehen, natürlich Teamfights auf dem PBE. Leute, lasst euch von niemandem einreden, auf dem PBE ist jeder Champion broken. Sogar Soraka mit Infinity Edge und Aftershock. Also lasst euch von niemandem was einreden. Aber ist ein cooler Champion. Ihr könnt mir gerne eure Meinung droppen. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss.